Hallo Freunde, zweite Runde. Dortmund Open, heute mit Schwarz gegen Jan-Louis Wichtrup. Elo 2110, DBZ war ähnlich. Und ich hatte die schwarzen Steine und ja, ich denke, probier mal G7, G6 wieder aus, mal schauen, was aufs Brett kommt. Und ja, der Weiße hat sich hier sehr ruhig aufgebaut. Jetzt wäre zum Beispiel dieses Läufer F4 so das typische Londoner System. Ja. Er hat sogar noch ruhiger angegangen mit E3 und den hier so ein bisschen eingesperrt, aber der Plan ist dann hier dieses Fianchetto. Ja, Weiß legt also im Grunde nicht viel Wert auf Eröffnungsvorteil, sondern will einfach dann am Ende des Tages ein bisschen Schach spielen, was auch völlig in Ordnung ist. Und das lässt mir natürlich auch freie Hand, mich zu entwickeln. Und ich habe mich hier für den klassischen, in Anführungsstrichen, königsindischen Aufbau hier entschieden. Und nach der Rochade, D6. Ja, jetzt kam der Zug C4. So, jetzt war natürlich klar, okay, es wird kein ganz ruhiges Kolle oder kein ruhiges Damenbauernspiel, sondern, ja, ne, dieses D4, C4 möchte ja zumindest mal mitspielen, ja, raumtechnisch und so weiter und so fort. Von daher alles in Ordnung. Und ich habe mich zu C7, C5 entschlossen. Würde Weiß jetzt hier D4, D5 spielen, hätten wir so diese Benoni-Struktur. Ganz normal, aber Weiß müsste dann nach Springer C3 und E4, dann hätte er eben ein Tempo weniger als in den Original-Benoni-Strukturen. Und von daher kann das jetzt auch nicht schlecht sein für mich. Aber darauf wollte Weiß sich nicht einlassen. Und hat erstmal Springer C3 gespielt, die Spannung aufrechterhalten. Und ja, jetzt musste ich mich entscheiden und mir überlegen, wie baue ich mich generell auf. Und hier habe ich mich jetzt dazu entschlossen, hier auf D4 zu nehmen, mit der klaren Idee, wenn irgendwann gleich dieser Bauer auf D4 nimmt, dann möchte ich D6, D5 spielen und einen Isolani auf D4 erschaffen. Und ja, diese Struktur, die habe ich jetzt angestrebt. Jetzt hat er sogar mit dem Springer geschlagen, was natürlich auch den Läufer weiterhin hier eingesperrt lässt und deswegen so ein Zug wie B2, B3 jetzt hier, damit der Läufer sich hier entwickeln kann, als nachvollziehbar. Und jetzt habe ich wieder auf D4 genommen. Und die Idee ist, er müsste jetzt mit dem Bauern nehmen. Wenn er jetzt sagt, okay, ich versuche jetzt mal komplett ohne diese Isolani-Stellungen oder auszukommen und versuche hier mit der Dame zu schlagen, dann gibt das durchaus gewisse Risiken, denn dieser Läufer schielt natürlich schon hier auf dieser ganz langen Diagonale. C3 ist ungedeckt, A1. Da kann hier schon mächtig Trouble-Ärger drohen. Ja? Wenn ich zum Beispiel Läufer F5 jetzt spiele, mit der Idee, dieses Feld hier nochmal einmal zu überdecken, so dass ich jetzt mit dem Springer hier hinkommen möchte. Und ja, selbst wenn die Dame jetzt noch wegzöge, wohin auch immer, so zum Beispiel, habe ich ja jetzt den Angriff, dass der hier zweimal angegriffen ist und damit wird Weiß hier am Ende des Tages eine Qualität opfern müssen. Das ist sicherlich nicht der Hauptplan von Weiß. Deswegen kann er hier nicht mit der Dame nehmen, sondern muss jetzt mit dem E-Bauer nehmen. Und dann kommt die 6-5, das war ja der Teil des Plans. Und ja, jetzt sind wir quasi hier an so einer vorentscheidenden Stelle, nicht was den Ausgang der Partie, aber was den weiteren Verlauf der Partie angeht. Denn, ja, Weiß muss sich entscheiden, ob er so wie in der Partie mit C4, C5 das Zentrum abschließt oder ob er vielleicht komplett stehen lässt oder hier einfach auf D5 nimmt, so nach dem Motto, ich tausche alles ab, aber dann bleibt Weiß hier immer mit so einem Isolani über und das macht zumindest ja, die ganze Sache sehr, sehr leicht und angenehm zu spielen für Schwarz. Hier kommt auch noch hinzu, dass jetzt dieser Zug B2, B3, ja, der deckt jetzt also diesen Springer nicht mehr. Er hat jetzt nicht mehr die Option, wenn ich auf C3 nehmen wollte, dass er mit dem Bauern zurücknehmen könnte, um den D4 zu unterstützen. Also mit anderen Worten, der D4 ist und bleibt jetzt ein Isolani und ja, da kann man zumindest gut drauf spielen. Deswegen macht auch C5 hier grundsätzlich Sinn für ihn. Hat jetzt auch natürlich den Vorteil, er hat jetzt hier ein bisschen Raumvorteil. Er hat hier diese 3 gegen 2 am Damenflügel. Ja, falls die mal nach vorne kommen, nach Entwicklung natürlich, könnte das ja ein Raumvorteil und ein Endspielpfand natürlich auch sein.
Gut, soweit sind wir noch nicht. Und jetzt muss ich schwarz, hier habe ich ein bisschen lange überlegt und auch ein bisschen länger, wobei den nächsten Zug habe ich noch relativ schnell gespielt mit Springer E4, der sieht normal aus, denn die Struktur, wenn Weiß hier auf E4 nehmen würde, ja, dass dieser Läufer natürlich jetzt hier die D-Linie frei wird und ich hätte hier einen gewissen Druck. Ja, jetzt muss Weiß den Bauern in irgendeiner Form decken, wie und wo auch immer. Und ich käme relativ problemlos dazu, meinen Läufer zu entwickeln. Ja, könnte dann hier alles auf die D-Linie stellen, in welcher Form auch immer. Notfalls mal mit einem Hebel und so weiter und so fort. Ja, ich habe die Optionen auch noch mit F7, F5, F4. Da habe ich sicherlich auch wieder ein sehr angenehmes, bequemes Spiel. Deswegen macht hier das Schlagen auf E4 noch keinen Sinn. Und es kam Läufer B2. Und ja, jetzt hier habe ich ganz lange nachgedacht und hier musste ich mich natürlich jetzt entscheiden. Und der rein grundsätzliche, der sehr logisch aussehende Zug und der im Nachhinein auch sehr gute Zug wäre hier B7, B6. Die Idee ist natürlich sofort hier einfach diese Spitze anzugreifen und gegebenenfalls sogar zu unterminieren. Wenn er jetzt hier schlagen würde, würde ich mit dem Bauern wieder nehmen. Das hat zwei Vorteile. Die A-Linie geht auf. Ich kann also ein bisschen Druck vielleicht gegen A4 machen. Und dieser Bauer hier hat auch noch das Feld C5 unter Kontrolle, sodass zum Beispiel so ein Springermanöver hier nach C5 zur Blockade der C-Linie nicht funktioniert. Und ja, ganz gegebenenfalls würde dann, wenn, sagen wir nur eben als blödes Beispiel, so wird es natürlich nicht kommen, aber ganz zur Not, wenn der Springer getauscht ist, könnte ich sogar noch versuchen, jetzt muss ich dann auch eben unterstützen, ich wollte jetzt B5, B4 noch eben durchdrücken, quasi. Die Idee ist einfach hier, diesen Einbauern gegen diese zwei zu haben, das wäre natürlich eine optimale Konstellation. Und dann kann man natürlich mit den üblichen Standardverfahren verdoppeln und so weiter, hier diesen A2 hier sehr schnell aufs Korn nehmen. Gut, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber wenn er nicht nimmt, könnte er ja auch B4 spielen. Das wäre sicherlich die etwas bessere Variante. Und jetzt, dadurch, dass der Läufer jetzt hier auf A1 steht und den Turm deckt, wäre auf so einem Zug wie A5 immer noch A3 auch jederzeit möglich. Und dann würden sich hier, wenn hier sich hier alle Figuren, sag ich mal, tauschen, ist jetzt das der Unterschied zur Partie, dass dieser Bauer jetzt ein de facto ein Freibauer ist, ja, weil ich ja keine Bauern mehr am Damenflügel habe. Ich müsste natürlich hier aufpassen, ne? Respektive Weiß müsste natürlich aufpassen und hier einmal zwischennehmen wahrscheinlich, mal gucken an welcher Stelle. Vielleicht hier, ne? Vielleicht hier besser einmal zwischennehmen. Das macht noch etwas mehr Sinn, genau. Und nach diesem Tausch hier. Jetzt ist der Bauer auf D4 ausreichend gedeckt. Gegebenenfalls kann man jetzt sogar mit dem D-Bauern schlagen, weil der Läufer jetzt auch noch gedeckt ist und er hätte hier zwei verbundene Freibauern. Ja, also sowas will ich natürlich nicht machen. Ja, deswegen möchte ich Eiken nach B6 und B4 hier auf C5 nehmen. Und jetzt Turm B8 spielen und meinen Turm hier mal auf die neu geöffnete B-Linie nutzen und gehen. Und jetzt habe ich ja immerhin schon die erste Drohung, dass ich auf B2 den Läufer angreife. Und würde der gedeckt werden, könnte ich Dame A5 spielen, mit der Idee wieder hier ein Qualitätsopfer zu bringen und danach auf C3 dann zwei Figuren für einen Turm zu gewinnen, plus die Schwäche auf D4, die dürfen wir ja auch nicht vergessen. Deswegen ist Dame C2 vielleicht schon grenzwertig. Und wenn er hier Turm B1 spielen muss, ist auch schon schwierig, weil dann der Verteidiger von C3 entfernt wird. So, wir sehen also, die ersten kleinen Probleme würden hier bereits auftauchen, wenn ich mit B7, B6 spielen würde. Und ja, das habe ich jetzt lange überlegt. Aber ich hatte irgendwie das Bedürfnis, ich weiß auch nicht warum, ich wollte ohne B6, komplett ohne B6 auskommen. Also der Zug ist wirklich gut. Ja? Moment, mal so grün machen. Aber ich dachte mir, ich spare mir den Zug und versuche hier auf der Seite hier irgendwie eine Form von Angriff zu starten.
Und ja, wenn ich jetzt zum Beispiel aber F7, F5 spielen würde, ja, diese taktischen Tricks, dass diese Diagonale jetzt aufgeht, da muss ich natürlich aufpassen, dass ich da nichts verliere. Und deswegen habe ich hier den Zug dann König H8 gespielt, ja, um einfach F7, F5 zu spielen und hier aus dieser Diagonale rauszugehen. Und mein Gegner schlug hier und spielte jetzt Läufer C4. Und das hatte den Vorteil, dass jetzt mein Läufer natürlich nicht hier hinkommt. Das wäre ein Traum, ne, wenn ich da auch noch hinkäme. Gut. Und ich habe F7, F5 gespielt und naja, eine der Hauptideen war natürlich jetzt hier die Hoffnung hier auf irgendwie, auf Aktivität. Ne? Vielleicht sogar F4, F3 und dann, ne, diese Träumereien mit der Dame hier und so. Das kennen wir, aber naja, eher unwahrscheinlich, aber also als Hintergedanken kann man es ja mal haben. Jetzt vor allem ist sein Läufer hier natürlich sehr dominant und aktiv. Ich muss mal eben die Pfeile wegmachen. So. Während mein Läufer natürlich jetzt hier gerade nicht hin kann. Und wenn er da nicht hin kann, habe ich natürlich das Problem, dass ich auch so nicht vorwärts komme. Wenn ich jetzt hier sofort. Achso, er ist sogar dran. Genau. Er hat damit die 2 gespielt. Ja, einfach um den Läufer B2 zu decken. Das macht super Sinn. Ja. Und ja, jetzt gegebenenfalls, wenn ich jetzt mit F5, F4 ankäme, das wäre sehr früh. Denn er würde jetzt zum Beispiel diesen E4 auch anschwächen, quasi, ja. Er könnte ihn, den direkt angreifen. Und jetzt hätte ich schon Probleme, den zu decken. Denn Läufer F5 scheitert hier auch an so Geschichten wie Dame F4, dass dieser Bauer hier einfach hängt, ne? Als Beispiel. Und ja, das war mir im Nachhinein, muss man sagen, sehr inkonsequent. Wenn ich schon F5 spiele, dann. Ja, dann müsste ich zumindest auch mal irgendwie einen Angriff oder so ins Rollen bringen. Ne? So wie es jetzt in der Partie lief, habe ich auf B6 verzichtet und auf meinen Angriff da auch oder auf dieses künstliche Angreifen quasi. Die Analyse hat gezeigt, es wäre auch gut gewesen für Weiß, keine Frage. Das Gefühl hatten wir auch beide in der Partie. Aber es war natürlich durchaus taktischer Natur und den einen oder anderen Fallstrick hätte Weiß übersehen können. Aber objektiv ist das wahrscheinlich nicht ausreichend, diesen Angriff da zu starten. Und ja, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, damit C7 zu spielen. Die Idee ist jetzt, wenn er B4, B5 spielen möchte, dass einfach dieser Bauer hängt. Und deswegen kam erst noch B4. Und ich habe jetzt E7, E6 gespielt, um einfach diesen Vorstoß hier zu erschweren. Wenn ich jetzt noch Turm D8 dahinter kriege, respektive natürlich Läufer D 7, ja, und vielleicht den Läufer nach C6 in irgendeiner Form hier D5, dann wäre wär alles gut, aber das sind natürlich Hirngespinste, da kommt es so nicht zu. Sein nächster Zug war jetzt sofort D4, D5. Damit war ich eigentlich ganz zufrieden aus meiner Sicht, denn ich habe hier keine sinnvollen Züge, in Anführungsstrichen, wenn er jetzt hier einfach nur mal verstärkt. Ja, was soll ich jetzt hier groß machen? So ein Zug wie Läufer D7 macht natürlich keinen Sinn. Und ja, weil ich gar nicht nach C6 kann hier, weil auch der E6 hängt ja und so weiter. Und jetzt steht der Läufer selber, vielleicht nach der Öffnung D4, D5 sogar selber mal als Zielscheibe darum. Und na gut, aber jetzt hätte ich halt mit dem Turm vielleicht wirklich nach D8 gehen müssen. Aber dann ist natürlich ganz klar, dass der Turm hier auf der F-Linie auch fehlt und ja, ich komplett auf Angriff verzichte. Und gut, aber er hat jetzt hier sofort D5 gespielt und hatte einfach die Idee, jetzt meinen Verteidiger des Königs hier zu entfernen, was ja auch eine gute Idee ist, und dann einfach nach dem Tausch hier, zack, zack, ja, einfach, er hat hier den viel aktiveren Läufer als meiner. Er ist natürlich sehr schnell hier entwickelt, kann seine Freibauern oder seinen potenziellen Freibauern schnell in die Waagschale werfen, während meine Figuren noch eingesperrt sind. Hier hatte ich nur gesehen, und also hier schon fort, ich denke, wenn der Gegner jetzt D5 spielt, dann kriege ich meinen Läufer auf C8 raus. Gucken wir uns mal an, was ich mir dabei gedacht habe. Nämlich, ich habe Turm E8 geplant und jetzt ist natürlich die Idee, die Dame deckt den Bauern und der Läufer kommt hier raus, ich kann meinen Läufer tauschen
und dann den Turm zentralisieren und dann spiele ich irgendwie in irgendeiner Form mit. Und es kam damit die 6. Das war auch ein guter Zug soweit, denn ja, geht dem Tempogewinn Läufer E6 aus dem Weg und verhindert ja Läufer E6. Und jetzt habe ich das Problem, dass ich natürlich auch Turm D8 nicht habe und er sehr schnell jetzt hier ins Zentrum verstärken kann und die D-Linie, die einzige offene Linie, ihm gehört. Und ja, hier stand, es bestand jetzt die Gefahr, dass ich diesen Läufer auf C8 gar nicht mehr rauskriege, aber es gab noch eine Lösung. Und zwar habe ich den einfach entwickelt. Ja, manchmal ist es zu einfach. okay, der ist jetzt zweimal angegriffen und nur einmal verteidigt. Aber ich kann den Zwischenzug Turm AD8 machen. So, und jetzt sehen wir, dass ich die Dame angreife, den Läufer ja auch noch angreife und die Dame hier diesen Läufer nicht mehr gedeckt halten kann. Und die Dame muss also wegziehen und ich kann den Läufer schlagen. Und jetzt dachte ich, jetzt hätte ich so einen kleinen Teil oder einen großen Teil meiner Problematik zumindest schon mal gelöst. Aber ich habe noch ein kleines weiteres Problem und das war hier, der Kamerad hier. Und zwar der König. Wenn man jetzt einfach mal die Königssicherheit zwischen meinem König und seinem König hier vergleicht, ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. Und während ich seinen überhaupt gar nicht angreifen kann, steht meiner hier so halb offen wie ein Scheunentor. Zum einen auf dieser Diagonale, zum anderen natürlich hier auch auf der Grundlinie mal. Und es kommt noch ein weiteres Problem dazu. Das hat er sehr, sehr gut erkannt. Er hat, glaube ich, von jetzt an jeden einzelnen Zug gespielt, wie ich ihn auch gespielt hätte. Das hat die Sache echt erschwert. Und zwar, jetzt kam hier zunächst mal Turm AD1. Der macht ja Sinn. Jetzt hier sich auf der D-Linie entgegenstellen, damit ich die nicht von alleine irgendwie beherrschen kann. Und jetzt hängt der D8 auch noch. Und wenn ich jetzt hier tauschen würde, hätte er die D-Linie, droht schon Turm D8 hier. Dieses Feld D6 ist natürlich ein super Umschlagplatz, sag ich mal, für seine Figuren. Und hier auf D8, dann droht natürlich hier schon die ersten Königsprobleme. Das geht nicht. So, was war hier die zweite? Genau. Eine Alternative wäre vielleicht Turm D3 gewesen. Nach dem Motto, wenn er schlägt, habe ich hier einen schönen Freibauern. Das Problem, der schöne Freibauer ist gar nicht so richtig schön, denn nach diesem Schach hier auf B8 muss ich ja mangels Alternativen die Dame ziehen. Und jetzt wäre zum Beispiel der A7 weg. Aber dann könnte ich D2 spielen und die Drohung Turm D1 läge im Raum, was gar nicht so einfach ist. Aber es gäbe hier natürlich auch die Alternative, einfach damit C4 zu spielen, was den Turm angreift und diesen Bauern hier. Und ich kann einfach, Gott, ja, auf dieses Feld komme ich nicht wegen diesem Bauern. Und damit die 7, Turm D1, D2. So, immer wieder auch mit der Idee Turm E1, Grundlinienproblematik. Hätte auch noch eine gewisse Form von Gegenspiel gehabt. Aber wir hatten irgendeinen Zug gefunden, dass dieser Bauer irgendwie relativ schnell weg war. Bin gerade nur nicht sicher, welcher das war. Vielleicht haben wir uns auch vertan oder so, man weiß es nicht. Ich hatte ihn auf jeden Fall während der Partie relativ schnell verworfen. Naja, vielleicht war es auch nur ein Hirngespinst. Ne? Ich habe nämlich dann jetzt Turm nach Turm D1 Dame E7 gespielt, um einfach diesen Turm zu decken. Ah, jetzt weiß ich es ja. Hier hätte ich vielleicht Turm D3 überlegen können. Genau. Aber nach Dame E7, was den Turm hier deckt, jetzt kam der sehr schöne Zug und ein multifunktionaler Zug, der Zug H2, H4. Und der macht nämlich jetzt zum einen ein Luftloch. Aber dieser Bauer selber hat auch die Idee, mal hier vorzugehen
und gegebenenfalls entweder auf G6 zu schlagen, was den König hier noch weiter öffnet, oder einfach mal nach vorne zu gehen und dann hier so als Sargnagel quasi dem König die Luft einzuschnüren. Und genau, und jetzt war eben Turm D3 nicht mehr möglich. Wegen diesem Schach hier, und dann ist der Bauer einfach sofort weg. Genau, also wenn, dann hätte ich mit Turm D3 einen vorher noch letzte Chance gehabt. Aber jetzt hier nach H4 eben nicht mehr. Und jetzt musste ich mir was einfallen lassen. Und ich wollte diesen Punkt D6 nochmal anknabbern, indem ich B6 spiele. So nach dem Motto, hoffentlich schlägt er hier. Dann kann ich hier zurückschlagen und habe das Feld Turm D6 für meinen Turm. Damit wäre ich zufrieden. Aber es kam natürlich H5. Und jetzt bestehen schon die ersten Drohungen, in dem Sinne, dass Weiß jetzt... Was kann ich jetzt hier überhaupt machen an sinnvollen Zügen? Sagen wir mal, irgendwelche sinnlosen Züge wie A6. Könnte er hier vielleicht schlagen. Und dann hier schon mal mit die ersten Schachs kommen. Allerdings ist dieser Turm hier auf E6, ja, so schlecht er auch stehen mag, weil ich ja nicht nach D6 komme, so gut steht er hier immerhin auch, um diesen Bauern zu decken. Also sehr zweischneidig alles. Nichtsdestotrotz, ja, muss ich jetzt natürlich irgendwas Sinnvolles spielen. Und ich habe jetzt dann Turm F8 gespielt. Die Idee ist einfach, diesen F5 hier nochmal zu decken. Und jetzt gegebenenfalls, ich wollte jetzt G6, G5 mal andenken, weil die Dame überdeckt den ja. Und dann mit F5, F4 und alles wäre immerhin gedeckt und ich könnte meinen Gegner vielleicht noch ein bisschen beschäftigen. Aber er hat einfach nicht nachgelassen, gute Züge zu machen. Und er hat hier Turm D6 gespielt. So, zentralisiert den Turm und hat erstmal das Hauptproblem für mich, dass ich hier auf D6 gar nicht schlagen kann. Denn nach CD sehen wir, dass dieser Freibauer hier natürlich super schnell und super gefährlich wird. Wir schauen mal, also erstmal Tempo auf die Dame. Sagen wir mal, ich will dieses Feld hier im Auge haben, gehe ich also nach E6. Und jetzt Turm D1. Jetzt droht einfach schon D6, D7. Und die Dame kommt hier nach C7, was das Feld D8 kontrolliert, das Umwandlungsfeld. Und da kann ich mich an Händen und Füßen ja überhaupt nicht mehr bewegen. Und ich muss auch noch aufpassen, nach H5, H6, dass diese Diagonale ist ja auch immer noch sehr, sehr schwach. Auch da muss ich immer aufpassen. Also es ist alles sehr, sehr schwierig und ich glaube, hier auf D6 kann ich überhaupt nicht nehmen. Deswegen habe ich noch einmal auf C5 genommen und jetzt, gut, ich war auch ein bisschen jetzt in Zeitnot, jetzt, naja, was heißt Zeitnot, aber so ein, zwei Minuten hatte ich ja noch, plus die 30 Sekunden. Ja, jetzt hatte ich eine Idee und zwar wollte ich hier G5 spielen, was ich auch gemacht habe dann. Sein nächster Zug ist jetzt relativ klar, dass er Turm E6 spielt, denn er lenkt meine Dame quasi von dem Bauern G5 ab. Und ich muss schlagen und er schlägt auf G5. Und jetzt war eine der Hauptideen zumindest erstmal hier auf A2 zu schlagen. Ja, um dann nach H6 zum Beispiel hier in irgendeiner Form zurückzukommen. Das mal abgewehrt. Ja. Allerdings sehen wir natürlich dieser Bauer, ja, und dieser König hier, das wird vermutlich kein gutes Ende nehmen. Zumal er jetzt vielleicht auch mit C6 und Turm D1 und Turm D7 wieder weitere Ideen haben könnte, respektive auch mit Turm D8. Vielleicht mal meinen Turm mal tauschen kann, so ähnlich wie in der Partie. Ja. Könnte er vielleicht hier auch sofort schon machen, ja, um auf Turm G8, Turm D8 zu haben. Und ich glaube, dieser Bauer hier ist schon sehr unangenehm. Naja, wie das so ist in Zeitnot, dann hat man irgendwie so einen komischen Kopf und denkt sich, alles klar, jetzt habe ich ja noch einen super Trick, dass ich Dame E5 spielen möchte, was die Idee hat, diesen Bauern hier anzugreifen. Und dieser Bauer ist ja
durchaus eher gefährlicher als der hier oben. Ne? Und die Hauptidee war aber folgende, dass ich dieses Feld hier noch einmal kontrolliere und jetzt mit Turm G8 seine Dame quasi zurückwerfe hier irgendwo nach D2 oder so und ich vielleicht mit F5, F4, F3 und diese Festung auf der Linie hier nochmal zu irgendwas nutzen kann. Ne? Genau, das war das Problem, oder das war die Hoffnung, dass, das heißt, ich habe hier G5 gespielt, mit der klaren Idee, auf A2 zu nehmen, und hatte dann wieder so einen spontanen Anfall, dass ich Turm G8 spielen wollte. Aber jetzt kam der wirklich gute Zug, und da muss man seinen Gegner ja auch mal loben für. Er spielte Turm D1. Und, ja, der Turm, der könnte natürlich rein theoretisch auch nach C1 hier, ja, und hinter den Freibauern, was man ja in den Büchern immer liest, um den zu unterstützen. Aber dann würde ich wahrscheinlich zu Turm G8 kommen und F4. Er könnte allerdings hier die Dame tauschen und schlecht zurück. F3, G3 und ja, da bin ich mir relativ sicher, dass das sein Bauer hier eine höhere Gewichtung hat, irgendwie als er hat mehr Bauern und einen schönen Qualitätsbauern. Andererseits, wenn er den jetzt natürlich zu schnell vorzieht, kann man sowas zu schnell. Die Idee ist, vielleicht kann ich hier seine Bauern irgendwie angreifen oder abgreifen, ne, und dann wieder mich hier auf dem Weg irgendwie an den hier ranmachen. Würde Weiß sicherlich noch ein paar Züge Zeit und Geduld und Technik mit aufbringen müssen. Aber Turm D1 hat einfach die Idee, nach Turm G8 mit Turm D8 einfach diesen Turm zu tauschen. Und das Problem ist natürlich jetzt, dass die Grundlinie, wenn der Turm getauscht wird, dass die Grundlinie allgemein schwach wird, der Bauer hier natürlich noch weiter an Bedeutung gewinnt, ne, und so weiter und so fort. Erschwerend hinzu kam jetzt Folgendes. Also ich stehe auf dem Matt. Das hat die Sache schon mal so ein bisschen erschwert. Und ich kann hier den Bauern C5 nicht nehmen wegen Matt. Klar. Und ja, war alles ein bisschen ärgerlich. Zumal ich jetzt hier auch diesen Bauern Einzug vorher, neue Variante, diesen Bauern auf C5 so gerne genommen hätte, aber es einfach nicht geht, wegen Turm D7. Und jetzt droht er hier auf G7 ein Matt. Ich kann den Turm nicht nach F8 spielen, weil es diese Diagonale hier vernachlässigt und mich dann erwischt. Ich könnte also noch Dame, ich habe jetzt Dame C1 als Schach, zum leider nicht, weil die Dame da steht. Ich habe also nur noch Dame E5. Und dann kommt Dame H6. So, und jetzt habe ich in der Partie einfach keine Lösung mehr gefunden, das Matt auf H7 abzuwehren. Zumindest nicht in der Vorschau. Und jetzt hier eigentlich auch nicht, denn ich kann zwar einen Schach geben, aber dann erschöpfen sich die Schachs und mein König wird matt. Genau, deswegen hatte ich Turm G8 versucht und nach Turm D8 hatte ich halt die Problematik, ich bin gleich matt auf G8. Ja, ich kann ja jetzt hier nicht anfangen, den Turm zu decken. Das macht ja gar keinen Sinn, dann spielt er den Qualitätsbauern vor, den kann ich ja nie schlagen. Und jetzt droht er einfach hier komplett durchzutauschen, die ganzen Schwermaterialien, und dann ist dieser Bauer hier gleich durch. Ja, ich habe dann hier einen Schach gegeben und den Turm getauscht und bin rausgelaufen und hatte die Hoffnung, dass wenn jetzt hier zum Beispiel so ein Zug wie Dame E7 kommt, dass ich hier in irgendeiner Form nochmal rauslaufen kann, an seinen Bauern ran, respektive mich hier irgendwie verstecken kann oder sonstiges, ja. Was ich überhaupt gar nicht gesehen hatte, gut, war vielleicht auch der Zeitnot geschuldet, dass er hier das Schach geben kann. Und das, hier war jetzt sehr, sehr schnell und sehr klar, dass ich einfach auf Verlust stehe. Denn dieser Bauer hier fällt natürlich jetzt auch noch. Und damit kommt die Dame nicht mal mehr zurück, um irgendwelche sinnlosen Schachs zu geben oder so. Ich
bin nach H8 gegangen, ne? Gehe ich nach F7, fällt dieser Bauer mit Schach und anschließend auch noch der und so weiter. Genau, nach Dame G5, ich gehe zurück und jetzt kommt einfach wieder dieses H6. Ne? Und jetzt wieder mal dieser Bauer, der den Tag entscheidet, denn ich muss auf dieser Diagonale oder auf ja jetzt zwei Felder beachten, ne? Und ich kann jetzt hier nochmal einen Schach geben, aber ich kann irgendwie nicht beide gleichzeitig decken. Ne? Und ja, dann ist einfach hier Schachmatt respektive Damenverlust oder sonstige Geschichten. Und dann habe ich auch aufgegeben. In unserer Analyse hatten wir noch festgestellt, da möchte ich nochmal einmal ganz kurz drauf zurück. Genau, ich habe ja jetzt hier G5 gespielt. Und dass hier zumindest auch der merkwürdig aussehende Zug G/H5 zumindest eine Option gewesen wäre. Aus dem einfachen Grunde, dass dieser Bauer, also sein Bauer hier, jetzt einfach nicht nach H6 kann und ja, hier als Sargnagel rumärgern kann. Und wenn ich den einfach hier entferne, ja, kann ich vielleicht auch mit dem Turm mal hier hin, ja, und ich gehe vielleicht nicht ganz so schnell matt. Dass ich diesen Bauern natürlich langfristig nicht behalten werde, ist wahrscheinlich klar. Ja, wir haben mal ein bisschen durchgespielt und er macht ja auch normale Züge. Und jetzt droht schon Turm D7 wieder. Ja, und ich kann hier wahrscheinlich wieder einfach nicht nehmen, weil dieser Freibauer hier einfach bärenstark ist. Ja, und ich gehe dann hier vielleicht mit meinem König nicht so schnell matt, aber ich habe andere Probleme. Und das ist natürlich so die Tragik der Geschichte hier. Was man als Fazit vielleicht mal ganz kurz hier zusammenfassen kann, dass die Eröffnung grundsätzlich in Ordnung war und ich ja jetzt hier an dieser Stelle zwei Pläne hatte. Der eine war mit B6 und der andere war ohne B6. Und wir können hier mal ziemlich ein klares Fazit ziehen, dass in dieser Stellung und in dieser Struktur wahrscheinlich allgemein, ob mit oder ohne Springer E4, das war noch okay, aber spätestens dann muss ich hier B6 spielen. Alles andere führt zu schlechten Stellungen, gedrückten Positionen und alles macht alles keinen Sinn. Ja, das war die zweite Runde. Immerhin, die Analyse war so nett, da habe ich auch noch jemanden, den Karl-Heinz, kennengelernt, den ich an der Stelle hier grüßen möchte. Hallo Karl-Heinz. Das war ein ehemaliger Lehrer von meinem Gegner, ja, der sich ganz geduldig da hingesetzt hat und mehrere Stunden beobachtet hat, ja, wie die Partien so ausgehen. Ein sehr, sehr netter Mensch, ruhig besonnen als Lehrer. Da wird er dem Jan Lewis einiges beigebracht haben. Ja? Da musste ich mit ihm schimpfen. Nein, natürlich nicht. Ja, also eine lehrreiche Partie. Zumindest für mich, denn aus Fehlern kann man ja lernen. Gott sei Dank. Ja? Sind alle nicht perfekt. Gut, in dem Sinne, Karl-Heinz, dir alles Gute. Meinem Gegner natürlich auch, Herr Lewis. Ne? Und der ist noch jünger, der wird noch viele Erfolge feiern. Und dann schauen wir uns an, ob ich in der dritten Runde die Trendwende einleiten konnte. Ja, und zum Schluss nochmal die Bitte, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch den Kanal und teilt das Video in euren sozialen Netzwerken, mit euren Schachfreunden, damit auch möglichst viele etwas davon haben. Ich danke euch.